Also rein vom Gelände zeichnet eine gute Hundefreilauffläche meiner Meinung nach aus, dass sie entsprechend groß ist. Also sprich, dass die Hunde Möglichkeiten haben, sich auszuweichen, dass sie möglichst auch Untergliederungen hat, trotz der Größe, weil nicht alle Hunde zusammenpassen, weil sich oft kleinere Gruppen viel besser verstehen als ganz, ganz viele Hunde. Und das Oberste, was wir als Erfahrung mitgenommen haben, ist in Bewegung bleiben. Wenn ich als Halterin auf die Freilauffläche komme und mich irgendwo hinsetze, dann wird mein Hund sich zu mir setzen. Also wenn ich selber in Bewegung bin und mit einer bestimmten Dynamik durch die Gegend gehe oder auch klönenderweise durch die Gegend gehe und trotzdem meine Hunde angucke und im Griff habe und vielleicht mal sage, hier, halt, nicht buddeln, ne? Dann nehme ich die Hunde mit. Ne? Wir gehen jetzt. Wenn ich da ein paar nette Hundehalter treffe und mich gut unterhalte, wunderbar. Aber meine Priorität ist nicht, dass ich mich da unterhalten kann und mein gesellschaftliches Erlebnis habe. Das gesellschaftliche Erlebnis im Tüdelchen sollen meine Hunde haben. Dafür gehe ich dahin.